Der Match zwischen Jean-Pierre Diddling und dem Musel Pikes wird spannend versprochen. Das vor allem, weil Tom Schumacher nicht dabei war und Pikes Diddling das Saison schon zweimal klappen konnte. Diddling hat von Anfang an als Equipe überzeugt, aber bei den Musel Pikes war es vor allem der Laurent Schwarz, der 5-3er an der ersten Halbzeit markieren konnte. Durch so Aktionen wie Hai von Donnersbach sind die Missler am Match geblieben. Mehr es wird zu schnell gewesen, wer dann diesen Match den Unterschied gibt machen. Wenn Diddling nicht getroffen hat, da waren sie am Rebond da. Den ersten Rebond, den zweiten oder auch mal den dritten offensiven Rebond, also an ihren Händen gelandet, bis der Ball dann am Kurve war. Ein Highlight war diese Kurve von Tim Kaufmann am Ende vom ersten Feiern. An der Pause war Diddling mit nehmen 2 Punkte 4. Mit nur der Pause sollten sie ganz schnell ihren Rhythmus fangen. Den Amerikaner Shawi von 3, den Mark Schmidt mit einem schönen Layup. Aber wie gewinnt denn der Niles Steffens am Rebond und dafür gesorgt, dass der Vorsprung von Diddlinger Punkt für Punkt geklommen ist. Der Laurent Schwarz hat probiert, seine Kipper Match zu halten. Um einen hat hier 7-3er umkommt. Allerdings ist es nicht durchgegangen gegen den ganz stark Diddlinger Equipe, die kollektiv überzeugen konnte. Der Champion hat sich quasi all Ball am Rebond gesichert und hat sich bis zum Schluss nicht mehr aufhängig gelöst. Ein paar schöne Aktionen wie heute durch Wayne Sherry oder mit spätestens den Niles Steffens sind du nach dabei kommen und am Ende gewinnt Diddling Chlor. Dann mit 89, 68 Musselpikes und losischner theoretische Chancen für einen Platz am Final Four.